Hallo und wir sind zurück zu Big Pharma, zur Mission Sicker Than Water. Und ich habe mich inzwischen kundig gemacht. Es handelt sich um die Sichelzellenanämie, die wir behandeln müssen. 200 Medikamente müssen wir dagegen herstellen. Habe ich selber nicht gewusst, was das ist. Habe nachgeschaut, eine erbliche Erkrankung der roten Blutkörperchen kann da wohl zu Verklumpungen in den Gefäßen kommen, Entzündungen, Thrombosen. Und glaube ich, greift auch die Organe an. Ganz, ganz unangenehme Krankheit und 9 Jahre haben wir Zeit. Es soll, sei denn, wir wollen es ein bisschen schneller schaffen für den Masterrang. Das wäre dann in dem Fall in 5 Jahren. Okay. Ja, und ich nehme an, wie letztlich haben wir da zwar genau den ganzen Pfad bis dorthin. Wir brauchen Ionisierer, Autoklav, Chromatograph, Level 4 Medikament ist das sogar. Aber eben die passende Zutat werden wir noch nicht haben. Immerhin braucht man keine Katalysatoren. Mal schauen. Etwas gegen oder für, je nachdem, Blut. Das habe ich inzwischen auch gelernt, dass man das dann nachschauen kann. Nicht zu finden. Da werden wir wohl Expeditionen noch freischalten müssen vorher. Gut. Dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und ja, parallel müssen wir auch die Geräte natürlich forschen. Ich würde mal sagen, wir starten mal ganz klassisch Agglomerator, Ionisierer. Und wohin müssen wir da? Bis zum Chromatographen rauf. Also ganz schön weiter Pfad. Ist die Frage, ob wir nicht sogar in dem Falle ein bisschen mehr investieren sollten in die Forschung, dass wir da schneller vorankommen über den Weg darauf. Und hier werden wir auch mal loslegen. Weil wir müssen ja alles Mögliche auch herstellen, damit wir zu möglichst viel Geld kommen. Gut, was haben wir hier? Wir können schon mal 2 Dinge herstellen oder können wir die auch schon upgraden? Ionisierer, Evaporator, das könnten wir schon upgraden. 7 bis 10 und dann durch den Evaporator, ja, vielleicht mit dem starten. Dann haben wir gleich ein hochwertiges Medikament. Ich glaube, ich kaufe da noch ein bisschen was dazu. Also, auf 7 bis 10, also 3 Stück, 4 Stück sozusagen müssen wir von dem da hintereinander schalten. Mal schauen, ob wir da genug Platz haben. Und dann werden wir sie auch nochmal müssen vermutlich aufwerten, beziehungsweise die Konzentration verändern. Und gegen Diabetes ein Dissolver und fertig. So, dann schauen wir mal. Ah, ist eh schon ein Migränemittel geworden. Praktisch, können wir es direkt verkaufen. Müssen wir gar nicht mehr viel machen. Nebenwirkungen habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob man die loswerden würden, halbwegs einfach. Müssen wir auch mal ein bisschen durchgehen. Hier, ups. Hier, das kann man nicht entfernen. Und hier sind wir eh nicht im aktiven Bereich. Das passt gut. Okay. Kaufen wir noch was dazu, würde ich sagen. Und da haben wir gleich 4 Ein- und Ausgänge. Ist auch praktisch. Dann wäre ich dafür, dass wir auch noch einen normalen Painkiller herstellen, wenn wir es schon können. Einfach um 1 erhöhen die Konzentration und fertig. Ja, Geld ist schon aus, okay. Ja, Kredit, dass wir einen brauchen, das war glaube ich relativ klar. Der hier scheint ganz interessant. 150 pro Tag, 125.000. Den nehmen wir, würde ich sagen. Einfach gleich schön investieren. Okay. So, dann haben wir ein Migränemittel. Das lässt sich gerade nicht anklicken. So, jetzt aber. Gegen Diabetes und ein Schmerzmittel. Also haben wir eh mehr oder weniger alles,
auf dem Markt, was wir gerade machen können. Weil hier fehlt uns der Ionisierer und da sowieso der Mixer und noch ein paar andere Dinge. Und sobald das geforscht ist, müssen wir schauen, dass wir möglichst schnell auch zu den Desert Expeditions runterkommen. Das wäre auch wichtig. Ja, 110 immerhin bringt das. 67, 59. Sobald wir den Ionisierer haben, können wir noch was herstellen. Nämlich das Mittel, das bringt auch relativ viel Geld. Könnte man theoretisch auch hier abzweigen. Außer lassen wir da Gewinn machen. Warum nicht? Okay, neue Zutat. Gegen Erkältungen. Auch gut. Dann, genau, haben wir unsere ganzen Forschungen abgeschlossen. Dann ist die Frage, sollen wir gleich Richtung Mixer gehen oder Analyzer? Mal Headquarters starten. Den ein oder anderen Punkt mal forschen. Auch gut. Und die nächste Produktion starten. Der soll auch mal ein bisschen Punkte produzieren. Nämlich, genau, das hier machen wir jetzt. So, was müssen wir tun? Gar nicht genau geschaut. 10 bis 12. Und dann Ionisierer. Also muss die Konzentration mal ein bisschen rauf. Kein Problem. Dank Agglomerator geht das ja mittlerweile ein bisschen schneller. Oder wir brauchen weniger Geräte, sagen wir so. Und dann Ionisierer. Da müssen wir schauen, ob wir die Konzentration nochmal verändern müssen. Ja, um 4 nochmal erhöhen mindestens. Machen wir das auch. Schauen wir, dass wir da gleich wieder rauskommen und möglichst nicht so gut, dass wir hier die zwei Ein- und Ausgänge nicht blockieren. Dass wir dann noch um die Kurve kommen, wäre nicht schlecht. So, uns fehlt noch der Evaporator. Ach, so geht es sich, glaube ich, eh aus. Oder? Genau. Sind wir auf 8 und dann nochmal um 3 rauf. Perfekt. So, irgendwie gerade stehen geblieben, aus welchem Grund auch immer. So, warum steht meine Produktion? Gute Frage. Nochmal die Förderbänder neu bauen. So, jetzt aber. Na, immer noch nicht. Ah. Das erklärt natürlich einiges. Okay. So. Gut, dann haben wir das. Ich würde einfach gerne noch mehr Punkte hier investieren in die Forschung. Da haben wir jetzt wieder 3 zurückbekommen. Aber machen wir gleich die Desert Expeditions. Wie viel brauchen wir hier? 3 Leute. Zutaten forschen. Wir haben noch keinen Katalysator. Müssen wir uns auch bald drum kümmern. Den werden wir vermutlich auch brauchen. Für das ein oder andere Upgrade. Okay, die haben alle ein gutes Rating. Das ist super. Dann kommen wir gleich zum nächsten.
Sollen wir gleich aufs Antibiotikum gehen direkt? Ich würde sagen, ja. Also, importieren wir. Und müssen es auf 4 bis 8 bringen und dann Agglomerator, also 2 Agglomeratoren. Und neue Erkenntnisse. Den Analyzer haben wir, auch wenn wir den jetzt gerade nicht unbedingt brauchen. Stellen wir lieber noch jemanden ein und gehen hier nach oben weiter. Antibiotikum, da fehlen uns noch 5. Dann bauen wir einfach nochmal 2 Agglomeratoren dran. Und fertig. Pillprinter und raus damit. Okay, Platz aufgebraucht und ja, wir produzieren nicht ganz alles, was wir produzieren könnten. Aber wir verdienen mal ganz gut mit den Dingen, die wir herstellen. Haben alles, so wie es ausschaut, ein halbwegs vernünftiges Rating mittlerweile. Okay. Ja, wenn wir jetzt ins Plus kommen wollen, abgesehen davon, dass wir es knapp sind, brauchen wir auf jeden Fall noch höherwertigere Sachen. Heißt, ja, Katalysatoren oder ähnliches. Zumindest könnte man das mal herstellen. Wenn wir denn einen Katalysator haben, sonst stehen wir im Moment eh mehr oder weniger an, abgesehen vom Mittel gegen Erkältungen. Das könnte man prinzipiell noch herstellen. Ja, mal hier den Platz vielleicht. Zwar nicht groß, aber 3 Eingänge. Das ist gut. Also, was müssen wir da machen? Nicht viel, um 2 bis 3 erhöhen. Und fertig. So, jetzt produzieren wir, glaube ich, wirklich alles, was geht. Die Frage ist, ob wir irgendwo noch mehr herstellen sollten. Unser Painkiller hat sogar Rating A. Nicht schlecht. Mal schauen. Weil das Migränemittel, das könnte man ja aufwerten. Da könnte man noch eine Produktionsstraße für Migränemittel machen. In der Zwischenzeit einfach Migränemittel verkaufen und dann, sobald wir das passende Gerät haben, oder die passende Zutat, vielmehr, können wir das dann aufwerten. Machen wir das. Da war ja, glaube ich, relativ einfach, genau. Einmal Agglomerator, einmal Evaporator und das war's schon. Und dann, glaube ich, können wir es direkt verkaufen. Oder war noch ein Zwischenschritt? Nein. Okay. So, Research. Desert Expeditions, das ist gut. Erstens haben wir wieder 2 Leute frei, die auch fleißig Punkte produzieren. Und hier brauchst du noch einen Monat. Da würde ich sagen, forschen wir noch den Mixer und den Shaker. Wie schaut es jetzt aus? Desert Expeditions. Blatt, hier haben wir es. 3 Leute braucht man. Ja, das geht ja noch. Okay, können wir uns dann direkt einen einstellen und das gleich angehen. Ja, warum nicht? Und hier werden wir dann den Mixer brauchen.
15 bis 18. Mal schauen. Die neue Zutat, mit der müssen wir ja mixen. Müssen wir allerdings shaken, so wie es ausschaut. Könnte man das hier shaken und drauf kopieren. Das sollte klappen. Dann haben wir sogar noch die den positiven Nebeneffekt. Geht das hier irgendwie weg? Nein, kann nicht entfernt werden. Achso, und was können wir hier überhaupt direkt herstellen? Wir können ein Refluxmittel herstellen oder etwas gegen Bauch- oder gegen Magenprobleme. Wäre auch nicht so schwierig. 16 bis 18 und Evaporator. Oder... Ah, da entfernen wir das ja eh automatisch, oder? Wenn wir jetzt auf 16 raufgehen, 13 bis 17 mit einem Evaporator wird das entfernt. Wir können theoretisch sogar ionisieren und das hier entfernen. Das können wir nicht entfernen. Ja, dann gehen wir mal auf das Mittel gegen oder für die Magenprobleme. Das lassen wir hier frei zum Importieren fürs Mixen. Aber das schaut ganz interessant aus. Also 16 bis 18 und dann Evaporator. Dann entfernen wir auch gleich diese Nebenwirkung. Sehr praktisch. Na, habe ich den jetzt nicht gebaut? Ah, zu wenig Geld. Müssen wir nochmal einen Kredit aufnehmen. Nehmen wir den hier. 40 pro Tag. Schaut ganz okay aus. So, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Irgendwie bin ich halt... Habe ich halt eine Rot-Grün-Schwäche offensichtlich. Ah ja, sehr schön. Da müssen wir jetzt runter auf 8 bis 12 und unterwegs können wir auch direkt das hier entfernen. Wenn wir jetzt mit einem Ionisierer auf 14 gehen und dann nochmal ionisieren, ist die Nebenwirkung auch weg. Also zwei Ionisierer und das Ganze ist erledigt. Raus damit. Sehr schön. Perfekt. Und da sind wir weit genug drunter, dass es inaktiv ist. Sollte ein gutes Mittel werden. Okay. So, hier wollen wir dann mischen. Das heißt, wir brauchen den Mixer und den Shaker. Der Mixer ist in Arbeit. Hier wird auch geforscht. Die Desert Expeditions haben wir ja mittlerweile. Und jetzt unser neues Mittelchen. So, die hier sind jetzt fertig. Wir können sie mal ein paar Punkte produzieren lassen. Oder direkt weitergehen. 5 brauchen wir hier. Sonst forschen wir noch den Shaker. Der soll mal Punkte produzieren. Und sobald das geforscht ist, gehen wir da weiter. Wobei, ich glaube, da müssen wir uns echt ein bisschen mehr beeilen. Da müssen wir mehr investieren. Und hier haben wir gesagt, brauchen wir 3. Dann starten wir das auch gleich mal, würde ich sagen. Sehen wir da auf der sicheren Seite. Ja, 118, nicht schlecht. Läuft. Bin ich zufrieden, oder? Wie schauen die Zahlen hier aus? Ja, super. A und B, sehr viele. Das Antibiotikum ist nicht sehr ideal, das auf D. Aber wir machen trotzdem Geld. Und wir produzieren mal wesentlich mehr wie die Konkurrenz. Das passt mir mal gut. Und wir verdienen auch ordentlich. Heißt, wir sollten, glaube ich,
noch weiter in Forschung investieren. Trauen wir uns noch zwei Leute einzustellen, sobald die mit dem Multimixer fertig sind. Ich stelle mal einen noch ein, damit wir hier ein paar mehr Punkte bekommen. Was haben wir denn momentan am meisten? Das ist eigentlich gut verteilt. Wir haben relativ viele Agglomeratoren, würde ich sagen. Können wir da vielleicht vorher das Upgrade kaufen, dass die billiger werden. Nochmal um 3. Irgendwas für 2, was wir noch forschen könnten oder sollten. Na, 3 Monate, das dauert mir alles zu lang. Da warten wir lieber ab, bis das hier fertig ist. Oder der Multimixer zumindest. Shaker brauchen wir dann auch noch. Und dann ist die Frage, darauf oder darüber bleibt sich fast gleich. Kommt darauf an, was wir an weiterer Gerätschaft noch haben wollen. 7 Monate, ja, dauert das auch. Von dem her, was soll's. Und nicht vergessen, wir brauchen auch noch, das sollten wir vielleicht vorher forschen. Wir brauchen auch noch den Autoclave. Dann schauen wir, dass der vorher fertig wird. Forschungstechnisch. Wo ist er denn hier? So, den Mixer können wir gleich upgraden. Da bauen wir eh bald einen. Die hier sind auf halbem Wege. Ich würde einfach noch gern noch mehr Wissenschaftler einstellen. Bin nur nicht sicher, ob wir uns das trauen sollen oder leisten können. Ja, mach mal's. Das passt schon. Wir müssen da möglichst schnell vorankommen mit der Forschung. Sonst sehe ich da schwarz für unser Masterziel. 200 ist nicht gerade wenig. Da sollte man, ja, oder da produzieren wir ein Zweidritteljahr lang. Das muss auch mit eingerechnet werden. So, das Migränemittel, das wollten wir noch mischen jetzt. Genau, mit dem nächsten Mittel. 15 bis 18 ist schon viel. Aber es hilft nichts. Umgekehrt geht's nicht. Es sei denn, wir schaffen's. Passt mal auf. Wenn wir hier die Nebenwirkung entfernen mit einem Evaporator, dann wäre das hier weg. Der Slot frei. Wenn wir dann noch shaken, das andere, müssen wir es zweimal shaken, dass wir es raufbekommen. Dafür wird die Konzentration schon passen. Ah, dann überschreiben wir uns auch den nächsten positiven Nebeneffekt. Das wollen wir nicht raushaben, natürlich. Bin mir nicht ganz sicher, wie wir es am besten machen. Weil eine Konzentration von 14 in dem Fall, wenn wir es einmal durch den Evaporator schicken, wäre schon sehr wertvoll, auch im Vergleich zu 8, wenn wir rauf müssen auf 15. Oder eben nur einmal shaken. Jetzt importiere ich es mal, das müssen wir sowieso. Oder eben nur einmal shaken. Und dann dafür noch weiter rauf. Ja, der Shaker ist ja auch nicht gerade billig im Betrieb. 30. Bin mir nicht sicher, wie rum wir es machen sollen. Ich glaube, einmal shaken.
Ja, wenn wir es einmal shaken und dann mixen. Genau, das heißt ganz unten. Und wenn wir es jetzt drauf kopieren, ja, ist das eh überschrieben. Da haben wir eine Wirkung überschrieben und das Refluxmittel ist noch dabei. Ja, machen wir es so. Müssen wir auf die Base aufpassen. Sehr gut. Ja, und jetzt muss halt rauf auf 15 bis 18. Was auf 16? Die Frage ist, ob wir das noch mit aktivieren sollten. Na, müssen wir es vorher noch ein bisschen behandeln. Schauen wir mal, was rauskommt, wenn wir das jetzt rauf verschieben. Oder wenn wir das jetzt upgraden. Vielleicht landet es eh irgendwo in dem Bereich da oben. Das könnten wir theoretisch dann wieder entfernen. Das bekommen wir eh nicht weg. Okay. Dann einfach mal durch ein paar Agglomeratoren jagen. So, jetzt sind wir auf 15 bis 18 eh zu weit eigentlich. Moment, wenn wir es so rum machen. Sollte auch genügen. Okay, jetzt nochmal ionisieren und dann haben wir unser Anti-Seizure. Mal schauen, ob wir im Moment Geld verdienen oder nicht. Wenn hier die Bänder mal voll laufen, sonst gibt es nochmal den letzten Kredit. Ja, knapp. Knapp geht's her. Dann nehmen wir den jetzt auch noch. Jetzt müssen wir halt richtig gut produzieren. Ein paar hochwertige Sachen. Ja, immerhin haben wir da noch beide Wirkungen erwischt. Das ist gut. So. Und wie schaut's aus mit Forschung und so weiter? Da noch 5 Monate, dann noch 4 Monate. Das heißt, das dauert noch eine Ewigkeit. Zutaten sind wir gleich mal fertig. Dann warten wir das noch schnell ab. Und dann werden wir investieren. So, das könnte man auch schon aufwerten. 0 bis 6. Dann gehen wir gleich auf die aufgewerteten Dinge. Macht in dem Fall mehr Sinn. Also Moment, das ist eh schon unser Mittel, das wir haben wollten. Lass mal die mal ein bisschen Punkte produzieren. Also 0 bis 6, 1 runter. Und dann ionisieren. Können wir gleich uns vorbereiten auf die Produktionsstraße. So, den Autoklav haben wir noch nicht, aber
Wenn wir es um 3 raufbringen, können wir es mal schon verkaufen. Zwar mit Nebenwirkungen, aber was soll's. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir so viel Minus machen, wie können wir jetzt da Geld verdienen? Schwierig vermutlich. Wir können noch das Mittel an sich verkaufen gegen Hypertension. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Da haben wir nur einen Slot, dann kaufen wir uns lieber mal das. Also um 2 bis 3 rauf und fertig. Und ich sehe, bisschen drüber gespielt schon. Zeit für eine Pause. Ja, dann machen wir die. Und ich mach's kurz. Und wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, für denk. Und baba.